Nein, das ist kein Sportverein, sondern die Laientheatergruppe L'Estrade von Moutier. Als Vorsichtsmassnahme gegen Corona üben sie nicht mehr in ihrem Probelokal, sondern von aussen auf dem Sportplatz. Von den eigentlich 12 Mitgliedern sind nur 4 plus die Regisseurin an dieser Probe für ihr Shakespeare-Stück dabei. Certains membres sont démotivés. Teil von unseren Mitgliedern sind demotiviert und andere haben sehr Angst, dass man sich hier gegenseitig anstecken mit dem Virus und dass es in der Truppe zu einer Katastrophe kommen könnte. Das gibt Spannungen und ein Mitglied will überhaupt nicht mit Masken üben und ist darum gar nicht mehr an die Probe gekommen. Un des membres d'ailleurs ne voulait absolument pas répéter avec le masque, donc il est plus venu du tout aux répétitions. Masken im Theater haben zwar eine Tradition, aber nicht auf die Art, wie die Estrade sie jetzt muss tragen. Bei Leuten mit Masken sieht man nicht, ob sie lachen, ob sie zufrieden sind oder traurig. Mit der Maske hat man hier sehr Mühe. Das finde ich blöd. Das hier sind Aufnahmen von ihrem letzten Theaterstück vor der Pandemie. Aber die Premiere von ihrem aktuellen Stück, «Die lustigen Weiber von Windsor», mussten sie mittlerweile schon zum zweiten Mal verschieben. Im ersten Lockdown haben sie sich gar nicht mehr getroffen, sondern unter anderem per Skype geübt. Und schon im Sommer haben sie sich alle zum Proben auf dem Sportplatz getroffen. Die speziellen Probeumstände haben sie am Anfang zwar noch inspiriert, aber mittlerweile ist es schon gleich zu kalt, für draussen zu üben, und die Motivation leidet darunter. Und die Premiere von ihrem Stück im Januar mussten sie jetzt noch einmal verschieben, auf den Frühling. Aber ein genaues Datum haben sie noch nicht. On essaye de se dire, est-ce que la semaine prochaine on sera une petite équipe? Man versucht sich zu sagen, sind wir nächste Woche eine kleine Gruppen oder verschieben wir es 2 Wochen? In einem gewissen Moment haben wir uns entschieden, eine Winterpause zu machen. La plus mauvaise de la saison. Et lorsqu'on avait la salle qui était pré-réservée pour le mois de janvier, là, on va essayer de faire. Aber ab Januar wollen wir dann in einer speziellen Probewoche jeden Abend und das ganze Wochenende proben. Dann wollen wir etwas Kohärentes auf die Beine stellen, damit wir nachher im Frühling so schnell wie möglich parat sind für eine öffentliche Vorführung. Ja, le plus vite possible qu'on puisse faire une représentation publique. Hier im Saal Chantemerle zu Moutier hätte sie das Stück schon im August aufführen. Die Verantwortliche vom kulturellen Zentrum von Moutier hat die Estrade schon seit über 20 Jahren fest im Programm. Von dann an, wo man von einem Stück hört, das man gerne ins Programm nehmen will und wo man mit den Schauspielern darüber diskutiert, bis zur Aufführung vergehen schon mal 1 bis 2 Jahre. In dieser Zeit trägt man das Stück mit sich und wenn es dann nicht stattfindet, dann ist es, wie wenn jemand wäre gestorben. Trotz der Situation wollen die Laienschauspieler vom Theaterverein L'Estrade weiterproben. Und sie hoffen darauf, dass es dann auch im echten Leben im dritten Akt eine Wendung gibt. Morgen kommt dann der dritte Teil unserer Vereinsserie und wir besuchen den Feldschützenverein von Plagnes.